Star Wars. Prolog. Die Schlacht von Endor. Lange vor Luke Skywalkers Verschwinden und dem Entstehen der Ersten Ordnung bereitet sich das tyrannische Imperium darauf vor, die Rebellenallianz ein für alle Mal zu zerstören. Die Rebellenflotte nähert sich dem zweiten Todesstern und Luke Skywalker hat sich dem Imperium ergeben, um Darth Vader ein letztes Mal gegenüberzustehen. Han Solos Kommandotrupp ist auf dem Weg zum imperialen Schildgenerator auf Endor, doch die Rebellen werden in eine Falle gelockt. Willkommen, junger Skywalker. Ich freue mich schon, deine Ausbildung abzuschließen. Bald wirst auch du mich Meister nennen. Ihr irrt euch diesmal gewaltig. Denn ich könnte nicht bekehren wie einst meinen Vater. Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten, mein Sohn. Deine Freunde werden in eine Falle geraten, wie die Rebellenflotte. Möge die Macht mit uns sein. Irgendwas muss auf dem Monitor erscheinen, ob aktiviert oder nicht. Die blockieren die Sensoren, wissen die, dass wir kommen? Angriff abbrechen! Schild noch aktiv. Eine Falle! Ich habe dir gesagt, es ist gefährlich hier. Na komm, wo bleibt dein Optimismus? Hallo, hier drüben! Sucht ihr vielleicht nach mir? Ja, und damit herzliches Willkommen zu meinem neuen Let's Play. Wir spielen Lego Star Wars. Hier geht's gleich voll ab. Was war das denn? Okay. Damn. Yeah. Wow. Also, ich muss sagen, hat sich ja einiges getan. Oh Gott, also ist ja. Also zum letzten Lego-Spiel, also vieles getan. Ja, wir spielen nämlich Lego Star Wars, das Erwachen der Macht. Ja. Oh Gott, da kommt der nächste. Gar keine Zeit, euch wirklich zu begrüßen. Weil hier die ganze Zeit gleich losgekämpft wird. Das Ende des sechsten Films sozusagen. Oh, warte, oh nein. Scheiße. Und das. Ich kann zwar ausruhen, wo ich es hinbauen will. Ah, das ist ja auch cool. Ja, das ist ja noch sehr nice. Oh Gott, wie modern das geworden ist. Oh Gott. Freigeschaltet, ja, sehr schön. Und hier rein.
Also, okay. Ja, da brauchen wir den großen, und, aber das können wir unterschieben, ne? Ja, dass das geht, okay. Erstmal bitte hier hinbauen. Danke sehr. Ah, wie modern es geworden ist. Ja, und damit glaube ich kurz mal ein herzliches Willkommen hier zu Let's Play Lego Star Wars das Erwachen der Macht. Weil hier so gleich mit der Eckstoße wieder. Okay, da kommt gleich weiter. Aber ganz kurz die Verschnaufspause, um euch zu begrüßen. Ja, ich habe mir nämlich gedacht, wir spielen Lego als Star Wars ist das Erwachen der Macht. Weil wir haben ja gerade vor ein paar Tagen 1 bis 6 abgeschlossen. Und weil ja bald die Skywalker-Saga kommt, wollte ich einen 7. Fix haben. Damit wir in Ruhe auch andere Lego-Titel machen können, ne? Weil dann ist es ja egal, weil dann haben wir alle weg. Dann ist es soweit egal. Aber was ist denn jetzt? Achso. Ah, okay. Achso, okay. Alles ist hier mit Quicktime. Ja, und deswegen machen wir jetzt hier den Star Wars den 7. Teil im 7. Film. Ich muss sagen, ist ja super geworden. Also schön modern wieder. Wenn das Spiel übrigens auch wieder noch einmal durchspielen, wie wir es im letzten Mal auch gemacht haben. Weil für 100% muss man die Story mehrmals durchspielen und nein. Also wenn wir jetzt hier anfangen, jedes Lego-Spiel, also erstmal ist damit, aber erstmal ist da was zu tun. Wenn wir jetzt hier. Was, man kann zielen? Also. Gibt es hier noch Untertitel oder ist das? Ah, okay, also es gibt's aber nicht ohne Zielhilfe, ne? Oder? Ich spiele natürlich alles hier wieder mit Flugsteuerung, okay. Steuerung, Ausweichen, okay. Nee, okay, also man muss, Zielhilfe haben. Okay, gut. Ja, ist ja auch nicht weiter schlimm. Also ganz ehrlich, jetzt normalerweise bin ich ein. Was hab ich jetzt gemacht? Normalerweise bin ich ja nicht ein Zielhilfe-Fan, aber ganz ehrlich, bei dem Lego-Spielen. Es ist mir egal. Also ja. Achso, da noch einer. Da passt es. Achso, das ist so eine Art. Das ist so eine Art Ziel und Feuer auf die Lego-Zielscheibe. Wo denn? Also. Also es ist halt so eine kleine, ja man kann halt so eine Rail-Shooter-Passage. Yay! Ah, und dafür gibt es auch Punkte, nice. Aber cool gemacht, nice, also ja. Kann man so ein bisschen tatsächlich rumballern, also wie halt auch in einem richtigen... Naja, er ist natürlich jetzt nicht so wie es im richtigen Ballerspiel funktioniert, ne? Aber es ist schon so auch... Also man muss schon sagen, man merkt auch die Wucht dahinter, das ist wirklich cool gemacht. Also wirklich cool gemacht. Ich bin gerade sehr begeistert. Erst dachte ich halt so, ja gut, nochmal Star Wars, oh ja... Aber... Ich glaube, das wird richtig cool. Das ist nicht ein Ding. Kommandoschildblöcke, okay. Können wir hier einfach an einer Gruppe von Charakteren verschoben werden? Sieh dich in Neo. Okay. Achso, das sind die Tutorial-Dinge. Hallo! Hey! Habt ihr mal Bock? Komm mal mit. Wir haben ja einen Kommandoblock. Ach, wie cool.
Oh, ist das cool gemacht. Also auch das neue Lego-Spiel, ne? Lego, komm dran. Na los. Genau. Lasst es Baumstämme regnen. Ja. Rutscht drauf aus, du Mistding. Bumm. Ja, du Druide. Imperator, nicht Druide, du Imperator, du. Das war so lange dann für dich. Ich habe mal geguckt, wie lange so ein Lego-Spiel, so ein typisches Lego-Spiel tatsächlich geht, auch die neueren. Die gehen alle so um die 9 bis 12 Stunden. Ich muss das dann auch eine sehr gute, ja, kann man da halt eine sehr gute. Eine sehr gute Länge. Hm? Über Astromech-Druiden, wie können R2D2 können Kondom wie diese verwenden. Ja, ich höre den, aber ich sehe ihn nicht. Wo ist der? Also hören tue ich ihn auf jeden Fall. Aber sehen ist nicht. Das ist ja mit Pfeil verwandt. Ach, das ist ja drin, ach, das ist ja doof. Okay, dann müssen wir irgendwie den Baumstamm loswerden. Und besonders auf die Skywalker-Saga freue ich mich, das habe ich schon mal gesagt, aber einfach schon aus dem Aspekt, dass ja, naja, der erste Teil mittlerweile ein bisschen veraltet ja auch ist. Ah, hier, warte. Ah. Oder? Ach so, man kann ein Teil. Ah, okay, also. Ah. Okay, jetzt fehlen noch 3 Charaktere. Ah, man kann also, okay. Nice. Ja, okay. Einmal kaputt machen. Ja, cool, also dass es jetzt so geht. Das ist ja toll.
Was ist das? Ah, okay, das gibt es hier ein kleines Minispiel dazu. Ah, okay, das ist auch ganz schön. Hallo! Oh. Ja. Also man merkt hier schon, obwohl jetzt ein paar Sekunden erst spiele, aber die Schläge und so sind so viel wuchtiger geworden. Als, ja. Ah. Tschüss. Die Schläge sind sehr, sehr viel wuchtiger geworden. Ich frage mich natürlich, wenn man stirbt, ne? Ob man dann verloren hat oder ob man die jetzt in allen Lego-Titeln. Loslassen! Ah, jetzt geht's. Also, ich muss genau die Mitte erwischen. Okay. Oh, nice. Oh, wie cool. Dann habe ich mein Ziel denn noch erreicht. Was? Danke. Hallo. Na, wir müssen da mal kurz durch, ne? Das ist hoffentlich kein Problem für Sie. Ja, danke. Sehr schön. Und zählt nichts auf. Oh. Oh, oh. Oh, scheiße. So, die beiden weg. Was ist denn das hier? Ja. Und weg mit ihm. Ja, easy. Na gut. Da. Nice. Okay. Oh, oh, oh. Hm. Ach so. Na? Alles klar, Commander. Die Rebellen ziehen sich in die Wälder zurück. Wir brauchen Verstärkung, um sie zu verfolgen. Hintere Tür öffnen. Ziehen im Anflug. Das sind zu viele! Der Laser kam vom Todesstern. Alles, was sich bis jetzt zugetragen hat, ist nach meinem Plan geschehen. Auch du, genau wie dein Vater, gehörst jetzt mir.
Du unterschätzt die dunkle Seite der Macht. Gut. Lass deinen Aggressionen freien Lauf, mein Junge. Ich kämpfe nicht mit dir, Vater. Ja. Ja. Ganz wie du willst, Jedi. Okay. Ganz wie du willst. Wenn du dich nicht bekehren lässt, werde ich dich vernichten. Ja, ja. Und ein bisschen durchgeschüttelt werden. Ey, das ist so viel besser gemacht als im ersten, als damals. Oh dear. Auf dem Boden der Tatsachen. Oh. Oh. Du bezahlst jetzt für dein uneinsichtiges Verhalten. Okay, wenn du meinst. Aua, aua. Aua, sorry. Ja, friss das, du Kollege! Na, Imperator? Oh. Ey, nicht niemals kaputt, was ich aufbaue. Ist nicht nett. Ja gut, ich schmör lieber Darth Vader, ne? Da ist dich. Komm, 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 komm! Und? Ja, das kannst du auch noch ganz gern haben! Jetzt sollst du mal von deinem scheiß Sitz aufstehen, du Pisser. Muss mich eigentlich kaputt machen? Yo! Oh, scheiße. Au. Oh, oh. Hey, Kollege. Mit deinem armseligen Können bist du weder mir noch der dunklen Seite der Macht gewachsen. Ach so, ja, wenn es so ist. Wow. Nicht werfen, nicht werfen, nicht werfen. Ja. Ups. Pass auf, dass die Decke nicht auf den Kopf fällt, Arschloch. Oh. Nein. Und ja. Oh. Ja. Ey, das ist ja mal ein cooler Bossfight. Also ernsthaft, also. Wirklich, für Lego-Verhältnisse ist ein sau cooler Bossfight. Also, ernsthaft, also das ist ja wirklich, ist ja richtig gut gemacht worden. Ja, nimm das. Oh, 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 oh. Und Schluss mit lustig. Komm, 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 komm. Wer schneller hat? Imperator, ich oder du? Yes. Oh,
Lass meinen Sohn zufrieden. Nein. Schloss. Jetzt hast du ein Problem. Und guten Flug, Arschloch. Maske abzusetzen. Jetzt. Geh, mein Sohn. Verlass mich. Nein, ich muss dich retten. Das hast du bereits getan, Luke. Defektorschild deaktiviert. Hauptreaktor des Todessterns angreifen. Die Welt ist gerettet. Ich flieg rein. Kann losgehen. Gruppe Rot, Gruppe Gold, alle Kämpfer folgen mir. Okay. Wahrer Jedi, sehr schön. Okay, kommt mal her. Alter, das sieht ja so nice aus. Ich wollte hier schon aufpassen. Hier und die Flugmissionen in Deutschland sind viel besser. Als die auf dem PC, als die aber an Lego. Okay, hier ist aber auch so, wenn wir nicht mehr können, wir getroffen. Wie verhindere ich das? Okay. Achso. Man fliegt nicht wirklich selber. Das Spiel hat eine gewisse Flugsteuerung und du schießt und weichst halt weichst die Sachen halt aus. Also. Ja, mach ich. Okay. Solltest du keine haben? An Bord einiger Tees gibt es bestimmt Torpedos. Aber man kann auch die Schande nehmen. Fass den Generator als Ziel und schieß. Gute Arbeit, General. Die Energiesignatur des Todessterns weist erkennbare Schwankungen auf. Weiter schießen. Und mal kann es sein, dass man hier auch versehen. Ach so, mehr linken. Okay, das ist ganz okay. Ja, okay, das kenne ich eigentlich anders. Sehr schön. Bin schon auf dem Weg raus.
Und geschafft. Die Welt ist gerettet. Vor langer Zeit. Die Macht sucht nach dir. Die Macht ruft nach dir. Okay, die Schlacht von Endor. Nice Mission. Ging eine halbe Stunde. Geil. Ich will mal gucken, ob ich das hier genauso mache wie in den anderen Star Wars, in anderen Lego-Spielen, als ich immer pro Folge ein ganzes Level zeige. Das weiß ich noch nicht. Bin ich ehrlich, da muss ich nochmal gucken, ob ich das nochmal so mache, weil das habe ich ja bei den anderen Lego-Games halt immer so gemacht, dass wir halt dann ein Level durchgemacht haben. Ob wir es hier nochmal genauso machen, muss ich gucken. Ah, das seht ihr im Schnitt. Jetzt gucke ich mir nachher am Ende im Schnitt an, wie das dann aussieht. Und dann, ja, seht ihr was. Ich weiß es selber auch nicht, weil das im Schnitt entscheide und nicht vorher. Ja, genau, das kennen wir ja von damals noch. Genau.